Bereits bei seinem ersten Training in der Würth Arena war Nick Bonino das Objekt der Begierde und nicht nur im Visier der Fotografen. Dem NHL-Lockout sei Dank. Weil die Spieler in der besten Liga der Welt von ihren Vereinen ausgesperrt wurden, kommen die Südtiroler Fans derzeit in den Genuss, einem NHL-Profi bei seiner Arbeit zuzuschauen. Für die Meisterschaft selber glaube ich nicht, dass es so ausschlaggebend ist. Es kommt logisch auch darauf an, wie lange er da bleibt. Sind es 2 Wochen, sind es 2 Monate, das weiß man nicht. Aber ich glaube, für die jungen Spieler vor allem, oder für die Fans oder auch junge Spieler, die es mittrainieren können, kann das viel bringen. Schauen, wie der zum Spiel kommt, wie er sich vorbereitet. Oder auch bei den Training, die können sicher viel anschauen für so einen Spieler. Ich glaube, das ist eine Ehre, mit so einem Spieler überhaupt mitspielen zu dürfen. Der HC Neumark, der in dieser Saison sein 50. Vereinsjubiläum feiert, hat sich und seinen Fans mit der Verpflichtung von Nick Bonino das wohl schönste Geschenk selbst gemacht. Die Sache hat vor einer Woche circa angehoben und sie hat mich der Pepe Giovanet angerufen und sagt, ich hätte einen Spieler mit Nick Bonino über einen Manager. Dann sage ich, ja, was ist da los? Ich habe ja einen NHL-Spieler. Dann sage ich, vergiss das bitte, Pepe, nicht. Dann schauen wir es mal an. Dann hat er mal die Infos gekriegt, hin und her. Und dann habe ich es den Sportlichen weiter in Zanotti weitergegeben. Und ich sage halt einmal so, solche Sachen kann man einfach nicht planen. Die passieren im richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Leuten oder Sponsoren, die was begeistert sind. Und so ist das eigentlich alles zustande gekommen. Nicht? Ich habe es selber nicht geglaubt, bis er gestern im Flughafen angekommen ist und der sportliche Leiter ihn geholt hat. Für Neimacht ist es eine riesen Bereicherung. Ich glaube nicht nur für Neimacht, sondern für den ganzen Eishockeysport in Südtirol. Ich glaube, davon profitieren nicht nur die Fans und die Kinder und die Gemeinde Neumarkt, sondern ich glaube, da profitieren die ganzen Eishockey-Clubs nicht. Weil ich glaube, wenn ich heute nach Heppen oder nach Sterzen gehe oder nach Gröden und sie wissen, jetzt kommt Neumarkt mit einem NHL-Spieler, der was mit Hockey etwas zu tun hat, der sagt, heute gehen wir anschauen. Nick Bonino ist 24 Jahre alt und Mittelstürmer. Der US-Boy, dessen Urgroßeltern aus Avellino und Campobasso stammten, hat 89 Spiele für die Anaheim Ducks in der NHL bestritten. Dabei gelangen ihm 6 Tore und 14 Assists. Es ist schon einfach ein großer Unterschied schon da, wenn man einen Moment lau hinschaut und wenn man von Hockey etwas versteht ein bisschen, dann sieht man schon die Reichweite, wie er mit dem Schläger umgeht, wie er den Puck annimmt, wie er den abzieht und er hat vor 20 Scheiben hat er fast jeder in den Kreis Eckau gelassen. Man sieht schon, dass da ein Qualitätssprung zu anderen Ausländern schon da ist, das sieht man schon. Er besitzt eine besondere Fähigkeit, dass er könnte passen. Ohne zu gucken. Das heißt No-Look-Pass. Er ist ein Spieler, das macht seine Nebenleute besser. Er ist einfach ein Spielmacher, ein Lenker und Denker in ein Spiel. Er ist kein klassischer Torjäger, er wird sein Tor schießen. Aber Nick, seine Spielweise ist, er macht seinen Mitspieler besser durch seine Passqualitäten. Wenn es der Neumarkter Trainer sagt, dann muss es stimmen. Joe West scheint hellseherische Fähigkeiten zu haben. Vor dem A2-Debüt von Bonino sagte der 49-jährige Kanadier am Freitagnachmittag über seinen neuen Spieler. Normalerweise einer mit diesem Talent, wenn er einen guten Tag hat, er wird 2 Tore und 2 Vorlagen, der ist 4 Punkte. Gesagt, getan. Beim Neumarkter 5:30 über Sterzing erzielte Bonino 2 Tore selbst und bereitete 2 weitere Treffer vor. Gestern konnte der NHL-Profi, der vom Jetlag müde wirkte, dagegen kaum Akzente setzen. Bereitete beim 2:1 nach Verlängerung gegen Gröden allerdings den Siegtreffer durch Brent Patry vor. Bonino spielte großteils mit den beiden Nachwuchshoffnungen Matteo Peti und Michael Sulman in einer Linie. Es ist einfach eine super Erfahrung, ein Spieler von der Klasse, mit dem ich überhaupt auf Eis zu sein darf, weil man gesehen seine Stocktechnik und einfach ist 2 Schritte von allen voraus. Und es ist einfach ein super Erlebnis, dass man nicht jeden Tag haben kann. Nicht. Bonino ist das erste Mal in Europa und ist von seiner neuen Umgebung begeistert. Das Stadion und die herrliche Landschaft haben es ihm sofort angetan. Ebenso wie seine neuen Mitspieler und sein neuer Arbeitgeber. To me, you know, I told my agent, find something in Europe that would be a good fit. Ich habe zu meinem Berater gesagt, er soll mir einen Club in Europa suchen. Egal, ob in einer ersten oder zweiten Liga. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich spielen kann und so viel wie möglich Eiszeit bekomme. Wir haben nach der besten Lösung gesucht und sind dabei auf das Angebot des HC Neumarkt gestoßen. Das Team ist großartig und der Verein ist sehr professionell geführt.
Ich will jetzt zeigen, was ich drauf habe und der Mannschaft helfen. And you know I'm going to be playing hockey, so I can't complain. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Spielbetrieb in der NHL noch einige Zeit ruht. Schließlich würde uns Nick Bonino dann noch lange erhalten bleiben und in seinen Bann ziehen.